Verehrtes Präsidium, liebe Schwestern und Brüder, wie in jedem Jahr zur Herbsttagung der Bericht des Diakonischen Werkes aus der Diakonie Mitteldeutschland, in diesem Jahr auch wieder mit Vortrag. Da freue ich mich sehr, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Das zweite Jahr Leben und Arbeiten unter den Bedingungen der Pandemie geht seinem Ende zu. Diese Zeit hat uns alle verändert. Jeder hat auf seine Weise einschränkende, manchmal schmerzhafte Erfahrungen gemacht und er hat auch Bereicherndes entdeckt. Wir haben gespürt, was uns fehlt und wie bedeutsam das Gewohnte und auch das scheinbar Selbstverständliche ist. Unser Miteinander, Gespräche, Gemeinschaft, all dieses Verbindende ist in den Fokus gerückt. Derzeit erleben wir eine Sehnsucht nach direkter und unmittelbarer Begegnung, nach gemeinsamer Zeit, gemeinsam tun, arbeiten, denken, beten, musizieren und erlebter Nähe im Glauben. Die Impfungen haben mit ihrer Priorisierung vielen Menschen das Leben gerettet. Wenn eine ausreichende hohe Impfquote erreicht und gehalten werden kann, wird dieses uns helfen. Und wir hoffen, dass auch die dritte Impfung zeitnah vielen Menschen zur Verfügung stehen wird. Aber wir erleben derzeit eine Welle, die Medien sagen, eine Welle der Ungeimpften mit vielen, auch schwer erkrankten Menschen und überfüllten Krankenhäusern. An dieser Stelle rege ich an, dass sich auch die Landessynode zu der Frage der Impfungen öffentlich äußert. Wir schauen mit Sorge nach vorne, nicht nur in den diakonischen Einrichtungen, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Von der gehofften Entspannung Richtung Weihnachten ist nichts zu sehen. Und langsam lernen wir, etwas mit dem Virus zu leben, so schwer das auch ist. Aber eine neue Normalität gibt es noch nicht. Was uns prägt in allen diakonischen Einrichtungen, auch in allen Leistungsfeldern, ist eine große Müdigkeit. Die Corona-Pandemie in ihrer Länge hat die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen erschöpft, seelisch und physisch. Die Krankenstände sind ausgesprochen hoch, höher als sonst am Anfang des Winters, wo sie ohnehin meistens schon höher sind. Die Kräfte sind schlicht aufgebraucht. Wir müssen sehr behutsam und sehr achtsam miteinander umgehen. Das Thema Pandemie wird ein Großteil meines Berichtes, in den ich Sie einführen werde, ausfüllen. In einem ersten Teil habe ich mich da schriftlich groß zu geäußert. Mit sehr unterschiedlichen Perspektiven aus verschiedensten Einrichtungen, die wir in der Diakonie Mitteldeutschland haben. Da kommen sehr persönlich Menschen zu Wort aus einzelnen Leistungsfeldern. Es sind vor allen Dingen auch Einrichtungen, die sonst nicht im medialen Mittelpunkt stehen. Und dieser Berichtsteil schließt dann mit einigen Folgerungen und Forderungen, die wir als Verband erheben. In einem zweiten Berichtsteil gehe ich auf den Strategieprozess der Diakonie Mitteldeutschland 2025 ein. Das werde ich nicht mündlich vorstellen, aber Sie können das nachlesen. Das gibt Ihnen einen guten und klaren Einblick in die unterschiedlichsten Funktionen und Rollen, die wir als kirchliches Werk haben, als selbstständiges kirchliches Werk, als ein Mitgliederverband, sowohl in Kirche als in Gesellschaft, auch in Politik. Und dann finden Sie auf Ihren Plätzen so ein schönes violettes Heft. Das ist der Bericht des Vorstandes, den wir vergangene Woche am Donnerstag unserer Mitgliederversammlung vorgelegt haben. Da finden Sie auf 26 Seiten ganz unterschiedlichste Aussagen zu ganz verschiedenen Leistungsfeldern, die wir alle vorhalten in der Diakonie Mitteldeutschland. Da geht es um Themen wie Eingliederungshilfe mit den besonderen Herausforderungen der Umsetzung des neuen SGB 9 und allen Schwierigkeiten, die die Pandemie zusätzlich bringt. Es geht um den großen Bereich Pflege mit dem drohenden Kollaps für viele pflegebedürftige Angehörige und die Dienste, wenn wir es nicht schaffen, wirklich das System einmal auf sichere Füße zu stellen. Es geht um die Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes und vieles mehr. Sehr fachspezifische Themen, die ich hier nicht ausführen werde, obwohl jedes einzelne Thema einen Bericht wert wäre.
da kann ich Sie nur bitten, kommen Sie auf mich zu. Ich stehe für Gespräche sehr gerne zur Verfügung. Ich will Ihnen aber, damit Sie so einen kleinen Einblick bekommen in das, was uns vor allen Dingen in der sozialpolitischen Arbeit gerade nicht nur beschäftigt, das tut es immer, sondern in besonderer Weise erschwert, will ich Ihnen ein kleines Beispiel erzählen. Seit Anfang der Corona-Pandemie haben die Dienste der Eingliederungshilfe, also alle, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, und ich beziehe mich jetzt hier auf Thüringen, ganz große Mehraufwendungen. Das betrifft Hygienematerial, das betrifft Schutzausrüstung und vieles, vieles mehr. Im Ganzen sind das in ganz Thüringen Mehraufwendungen von über 3,5 Millionen Euro. Bis heute, oder sagen wir mit einer gewissen zuversichtlichen Perspektive, gibt es schlicht keine Finanzierung dafür. Politik meint, das finanziert sich einfach von alleine. Wir haben seit einem Jahr intensive politische Gespräche geführt. Das ganze Thema ist im Streit zwischen verschiedenen Thüringer Ministerien dann zerrieben worden. Und jetzt hat am vergangenen Freitag der Haushaltsausschuss des Landtages 3,9 Millionen aus dem Corona-Sondervermögen zur Verfügung gestellt, wo wir noch sehr gespannt sind, wie das dann zwischen den Kommunen und den freien Trägern wirklich aufgeteilt wird und ob wir wirklich diese hohen Mehrkosten erstattet kriegen. Da braucht man ein Jahr politische Arbeit, damit einfach das Selbstverständliche, was nötig ist, überhaupt finanziert wird. Das ist im Moment in beiden Bundesländern politisch ausgesprochen schwierig. Und dann will ich noch einen kurzen Rückblick zu Anfang auf die Frühjahrssynode gucken. In der Frühjahrssynode haben wir online das Gewaltschutzgesetz beschlossen, also den Schutz vor sexualisierter Gewalt für die EKM und alle unselbstständigen Werke. Und Sie haben damals im Gesetz mitbeschlossen, dass das in der Diakonie Mitteldeutschland noch durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung umgesetzt werden muss. Das ist auch in der vergangenen Woche einstimmig erfolgt. Also der Standard für Prävention, Intervention und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gilt nun gleichleitend auch in allen Mitgliedern der Diakonie Mitteldeutschland. Und am vergangenen Sonnabend hat es auch die Landeskirche in Anhalt beschlossen, sodass wir, und das finde ich einen besonderen Erfolg, in beiden Landeskirchen und der Diakonie in Mitteldeutschland den gleichen Standard haben, was Prävention, Intervention und Hilfe bei sexualisierter Gewalt betrifft. Und ich habe mehrmals auch öffentlich gesagt, wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft, so werden wir auch wahrgenommen. Und ich bin sehr froh darüber, dass uns das so gemeinsam gelungen ist. Kommen wir nun zum Thema Corona und Pandemie etwas genauer. Ich habe den ersten Teil überschrieben mit Erleben in der Corona-Pandemie und habe verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus diakonischen Diensten gebeten, mir zu zwei Fragen ihre Gedanken aufzuschreiben. Die erste Frage heißt: Was hat mich in der Corona-Pandemie in meinem Dienst geprägt und verändert? Und das zweite: Was ist mir im Blick nach vorne für meinen Dienst wichtig? Und dann lesen Sie sehr persönliche Eindrücke von namentlich benannten Personen und das alles auch in dem Duktus, in dem Sie selber das aufgeschrieben haben. Zwei möchte ich Ihnen vorstellen. Einmal das Team der ambulanten Erziehungshilfen des Diakonischen Werkes Henneberger Land in Suhl. Die Kolleginnen und Kollegen dort schreiben: Die Pandemie wirkte auch in unserem Arbeitsfeld wie ein Brennglas auf bestehende gesellschaftliche Verhältnisse. Armut in den Familien wurde spürbarer, wenn eine Familie zum Beispiel ihrem Kind keinen Laptop oder Drucker fürs Homeschooling bereitstellen konnte oder die Eltern nicht über die Bildung und Erfahrung darüber verfügten, ihren Kindern zu Hause den Lehrer zu ersetzen. Wir alle mussten von heute auf morgen unsere gewohnten Arbeitsweisen und Arbeitszeiten ändern. Einkäufe und Behördliches für Familien in Quarantäne, anstatt sie zu begleiten. Beschäftigungsideen für Kinder und Familien entwickeln, flexible Betreuungsformen für Kinder entwickeln, die nicht an der Notbetreuung teilnehmen durften, Kinderschutz mit neuen Methoden und mitunter großen Bauchschmerzen sicherstellen. Zudem galt es, den Spagat zu meistern, den Anforderungen des Engagierens für die uns anvertrauten Menschen mit den Bedürfnissen der eigenen Familie in Einklang zu bringen. Dies gelang in der Pandemie deutlich schlechter wegen verkürzter Betreuungszeiten in den Bildungseinrichtungen der eigenen Kinder. Geprägt und gekränkt
hat uns die Haltung mancher Behörden, die im Homeoffice den persönlichen Kontakt mieden und Verantwortung delegierten, während die Erwartung an uns, ein uneingeschränktes Arbeiten an vorderster Front in den Haushalten der Familien zur Sicherstellung des Kindeswohls war. Die Pandemie führte zu neuen Interaktionsmethoden mit den Familien, Hausaufgabenhilfe über Video, Klären unverständlicher Behördenpost über Messenger oder Videokonferenzen, Intimberatungen und Fortbildungen. Und Corona führte zu einer schnelleren Auswahl digitaler Kommunikation sowie zur überfälligen digitalen Ausstattung unseres Dienstes. Erkenntnisreich und häufig belastend ist die Spannbreite, in der Menschen mit der Pandemie umgehen. Sei es das eigene Infektionsrisiko beim Besuch der Familien oder die behördlichen Anweisungen, die oftmals mehr Chaos als Sicherheit brachten, oder der Umgang der Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen in Bezug auf die Gefahr eines potenziell tödlichen Virus. Hier galt es bis heute, viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen auszuhalten und zuzulassen, eine Fähigkeit, die generell bei Fachkräften der ambulanten Hilfen gefragt ist. Eine Krise wie diese zeigt, wie wichtig das Ausgestalten des menschlichen Miteinanders ist. Die meisten unserer Familien zeigten sich dankbar. Es ist für sie wichtig zu wissen, dass Menschen stets für sie da sind. Daher ist unser Blick nach vorne für unseren Dienst wichtig, dass die Menschen und der direkte persönliche Kontakt Kern unserer Arbeit bleiben und wir als Sozialpädagogen unser Selbstverständnis bewahren, nämlich in erster Linie Beziehungsarbeiter zu sein. Dieses Schreiben ein ganzes Team von Sozialpädagogen und Sozialpädagogen, die in Suhl und rund um Suhl Familien im Auftrag des Jugendamtes begleiten und beraten. Und einen zweiten persönlichen Bericht geschrieben von Einrichtungsleiter Stefan Bergner. Er leitet das Diakoniezentrum Bethesda in Eisenberg. Ende 2020 hatten wir uns irgendwie an den pandemischen Zustand gewöhnt. Trotz aller Unsicherheiten, Mühen, Herausforderungen und Veränderungen waren wir bis dahin dankbar, dass es unter den uns anvertrauten Menschen und unseren Mitarbeitenden zu keinem größeren Infektionsketten kam. Die Bedrohung durch das Coronavirus hatte uns fest im Griff, aber als der Betrieb waren wir trotz schmerzlicher Einschränkungen für Bewohner und Patienten leistungsfähig. Der im November angekündigte baldige Impftermin verbreitete unter den pflegebedürftigen Menschen und Mitarbeitern eine naive Zuversicht auf ein baldiges Ende der Pandemie. Am 22. Dezember hatten wir in einem unserer Häuser die erste Infektion per Schnelltest festgestellt. In den darauffolgenden Tagen war trotz aller Anstrengungen unter maximalen Schutzbedingungen und Kohortierungsversuchen das Haus durchseucht. Am 28. Dezember wurden bei einer Testaktion des Gesundheitsamtes 54 der 77 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Gleichzeitig war für alle anwesenden Mitarbeitenden unabhängig vom Testergebnis Quarantäne verordnet worden. Wir waren zwar dank unseres gut organisierten Krisenstabes vom Management her maximal vorbereitet, dennoch nach Ausbruch vor allem personell im Pflegebereich und bei der Versorgung im Service sofort an unserer Leistungsgrenze. Natürlich werden uns die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, nachhaltig prägen. 15 Menschen sind innerhalb weniger Tage an und mit dem Coronavirus verstorben. Trotz extremer personeller Not ist es uns gelungen, diese Menschen in unserem Haus würdig im Sterben zu begleiten. Darauf sind wir besonders stolz. Das Mitarbeiten in dieser Krise unter extrem belastenden Bedingungen trotz und mit Sorge um die eigene Gesundheit und Erschöpfung den hilfebedürftigen Menschen in unseren Pflegebereichen Zuwendung und Nähe geben können, verdient Anerkennung, gesellschaftliche Wertschätzung und auch eine vernünftige Vergütung. Hinter uns liegt eine Zeit mit vielen Einschränkungen im sozialen Leben und mit Sorgen um die Menschen, die uns in unserer diakonischen Einrichtung anvertraut sind. Vor dem Hintergrund des Erlebten, der Erfahrung der letzten Monate, habe ich die große Hoffnung, dass es uns zusammen mit einem Team großartiger Mitarbeitender gelingen kann, diese Krise gut und behütet zu überwinden. Soweit Stefan Bergner aus Eisenberg. Ich empfehle Ihnen die anderen persönlichen Berichte, die ich Ihnen nicht alle vorlesen kann, auch wirklich zu lesen. Da haben Sie einen Eindruck, auch einen emotionalen Eindruck, was die Menschen in den Einrichtungen wirklich bewegt.
Was haben wir gelernt? Was wird gebraucht? Was sind unsere Schlussfolgerungen und auch Forderungen? Die Corona-Pandemie hat eben wie in einem Brennglas bestimmte wesentliche Aufgaben der Wohlfahrtsverbände und deren Einrichtungen aufgezeigt. Und langjährig bekannte Problemfelder sind in den Vordergrund gerückt. Und nun können sie endlich nicht mehr übersehen und auch nicht mehr ignoriert werden. Diakonie ist Begegnung. Nächstenliebe eignet sich immer zwischen Menschen. Dazu gehört, sich wahrzunehmen, möglichst ganzheitlich, mit allen Sinnen. Dazu gehört die Begegnung, in der sich Menschen wirklich sehen. Dazu gehört, miteinander in Kommunikation zu sein, mit Worten, Gesten, verbal und nonverbal. Diese Selbstverständlichkeiten stellte die Corona-Pandemie in Frage. Bewohner eines Pflegeheims erkannten die unter Vollschutz arbeitenden und im Grunde maskierten Pflegerinnen und Pfleger nicht mehr. Und statt persönlicher Berührung nun Distanz. Angehörige durften einige Zeit nicht zu Besuch kommen. Das schmerzliche Vermissen bestand auf allen Seiten. Damals, in der ersten Welle, musste eine Entscheidung aus Gesundheitsgründen getroffen werden. Heute müssen wir beklagen, dass wir die unverrückbare Würde des Menschen verletzt haben. Das müssen wir zugeben. Die nach dem Jahreswechsel mögliche und verordnete Testung von Besuchern und Besuchern brachte zuerst und vor allen Dingen einen großen Mehraufwand für die Einrichtungen mit sich. Das wird auch jetzt so sein, wenn alle Besucherinnen und Besucher getestet sein müssen. Diese zusätzlichen Mehraufwendungen sind kaum personell zu leisten und schon gar nicht in dem Personal von den Wohnbereichen abgezogen wird. Hier wäre eine externe und vor allen Dingen unkomplizierte Unterstützung der Pflegeeinrichtungen notwendig gewesen. Und das Gleiche gilt auch für die kommenden Wochen. Der Einsatz der Bundeswehr hat dafür unverhältnismäßig hohe bürokratische Hürden. Menschen mit Behinderung durften von einem Tag auf den anderen nicht mehr an ihren Arbeitsplatz, zum Beispiel in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Da brach aber nicht nur die Arbeit weg, sondern der gewohnte Tagesrhythmus und ein wirklich wichtiger Lebensort. Es sind eben die persönlichen Begegnungen jeden Tag, die Menschen mit Behinderungen prägen und nicht nur das Tun am Arbeitsplatz. Menschen konnten dann nur noch in persönlicher Not telefonisch beraten werden. Da fehlen viele Dimensionen der gegenseitigen Wahrnehmung. Und Kinder und Jugendliche waren in der Pandemie, sind es auch jetzt teilweise noch, viel zu wenig im Blick. Sie haben in besonderem Maße gelitten. Fast jedes dritte Kind litt ein knappes Jahr nach dem Beginn der Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten. Betroffen sind dabei vor allem Kinder und Jugendliche aus sozialen schwachen Verhältnissen und mit Migrationshintergrund. Und wenn Politik nur den Blick auf die nachzuholende Schulbildung richtet, mit einem Programm für eine Art schulischer Nachhilfe, dann ist das schlicht kurzsichtig. Kinder und Jugendliche benötigen eine ganz andere Aufmerksamkeit und Unterstützung, damit es nicht zu negativen Langzeitfolgen kommt. Die diakonischen Dienste und Einrichtungen haben in der Pandemie in der Regel ohne Unterbrechung weitergearbeitet. Sie haben schnell, kreativ, sehr engagiert neue Formen der Leistungserbringung entwickelt, ausprobiert und immer weiter gelernt. Der einzelne Mensch mit seinen Bedürfnissen stand dabei immer im Mittelpunkt. Sie haben in den Grenzen des Möglichen Begegnung ermöglicht. Das ist eine wirklich wunderbare Erfahrung, wie kreativ und flexibel Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen waren und auch weiterhin sind. Und dabei ist Diakonie als Begegnung eben wieder ganz anders in den Fokus gerückt. Es geht eben nicht nur um eine pflegerische Versorgung, sondern immer um zwischenmenschliche Begegnung, um gegenseitige persönliche Wahrnehmung, um Ermutigung, Trost und Hilfe. Und wir haben gelernt, mit digitaler Kommunikation umzugehen und diese auch inzwischen sehr zielgerichtet und technisch begabt zu nutzen. Aber eine persönliche Begegnung kann auch eine digitale Kommunikation nicht ersetzen. Und es darf nicht wieder dazu kommen, dass wir Menschen in die Einsamkeit zwingen. Als ich dieses vor 4 Wochen schrieb, war mir noch nicht deutlich,
mit welcher Nachdrücklichkeit ich Ihnen das heute vortrage. Dies gilt auch für vorschnelle Besuchsverbote in Krankenhäusern. Es gibt schon Krankenhäuser, die das sehr stark einschränken und auch Krankenhäuser, die es generell verbieten. Alte Menschen, Kinder und Jugendliche haben wir in die Isolation und Einsamkeit gedrängt und das darf nicht wieder vorkommen. Menschen, die aufgrund der Pandemie erkrankt sind, benötigen Hilfe. Und nicht nur die Kranken, sondern alle Menschen. Die Forderung nach sozialer Teilhabe gehört eben auch zur Würde des Menschen, ganz besonders in Krisenzeiten. Und dieses gilt es auch zu betonen und da sinnvolle Lösungen zu finden, damit niemand wirklich einsam ist. Diakonie wird durch Menschen gestaltet und gelebt. Doch dieses ist vielleicht, sagen Sie, ein ganz simpler Satz. Das weiß doch jeder. Aber er ist gar nicht so einfach zu leben. Für viele Kolleginnen und Kollegen in den diakonischen Einrichtungen hat die ganze Zeit der Pandemie eine ganz starke Arbeitsverdichtung mit sich gebracht. Auch ehrenamtliche Unterstützung konnte oftmals nicht fortgeführt werden und unterstützende Angehörige durften die Einrichtungen nicht betreten oder einfach bei bestimmten Dingen auch nicht mithelfen. Alles das haben die Kolleginnen und Kollegen auffangen müssen und so ist es in diesen Wochen auch. Die direkte Kommunikation zu den Klientinnen und Klienten war erschwert und erheblich aufwendiger. Und der Ausfall von Kolleginnen und Kollegen aufgrund von Erkrankungen oder der Betreuung der eigenen Kinder musste ja auch zusätzlich kompensiert werden. Und die Arbeit mit besonderen Hygienestandards und das besonders schwere Arbeiten in Schutzausrüstung kommt noch hinzu. Die Kolleginnen und Kollegen in den diakonischen Einrichtungen in Mitteldeutschland, das sind ungefähr 32.000 Menschen, haben Herausragendes geleistet, sehr flexibel reagiert und einen großen zusätzlichen Arbeitseinsatz erbracht und tun das weiterhin. Auch durch große Solidarität, auch kollegiales Verhalten unter den Einrichtungen. Zeitweilig haben auch Einrichtungen unterschiedlicher Träger sich personell ausgeholfen, ist ein großes Zeichen der Solidarität. Und dann haben wir auch erlebt, in der Pandemie wurde teilweise die Finanzierung von sozialen Einrichtungen schlicht in Frage gestellt oder ausgesetzt. Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit gedrängt, die zu betreuen waren, waren ja zu Hause, wer braucht da noch Ansprache? Ein Thüringer Landkreis hat sogar in seinem eigenen Amtsblatt und in der örtlichen Tageszeitung mitgeteilt, dass seine Kosteneinsparung im Jahr 2020, da hat er einen besonders guten Jahresabschluss, durch die Schließung sozialer Einrichtungen erreicht worden. Und dieses fand er auch noch gut. Die Diakonie Mitteldeutschland fordert daher die Sicherstellung der Finanzierung sozialer Einrichtungen und Dienste auch in Krisenzeiten. Auch dann, wenn die Arbeit ganz anders in angepasster Weise erfolgen muss und vielleicht auch anders als in der Konzeption und Leistungsbeschreibung vor Jahren vorher mal festgeschrieben, da muss man flexibel sein und darf das nicht als Kostenträger gleich in Frage stellen. Von den politisch Verantwortlichen und auch der Gesellschaft fühlen sich viele Kolleginnen und Kollegen in der sozialen Arbeit zu wenig gesehen und auch zu wenig wertgeschätzt. Die Anerkennung sozialer Berufe durch bessere, verlässliche Arbeitsbedingungen auch in Krisenzeiten und eine gute Bezahlung, eine faire Bezahlung ist notwendig. Denn in vielen Einrichtungen steht knappe, bemessene Personalschlüssel. Dann ist ganz besonders die Pflege zu nennen, wurde in der Corona-Krise öffentlich erkennbar. Der ist überhaupt nicht neu, den haben wir seit Jahren, aber er wurde immer ignoriert. Im vergangenen Winter sind einzelne Pflegeeinrichtungen so in Not geraten, dass sie die Dienste nicht mehr absichern konnten. Dieses droht uns auch in den kommenden Wochen und ich habe Signale von Einrichtungen, die mit großer Sorge in die kommenden Wochen gucken, wie sie die Menschen gut betreuen können und ob sie schlicht genug Personal haben. Auch da wird wieder eine große Solidarität unter den Einrichtungen nötig sein. Dieses ist letzten Winter erfolgt und wir als Diakonie Mitteldeutschland haben mit einer Aktion Kümmern statt Klatschen manchen zusätzlichen gewinnen können, der in Einrichtungen mitgearbeitet hat. Die Probleme der nicht ausreichenden Personaldecke sind eben seit Jahren bekannt, aber nachhaltige Lösungen wurden politisch bisher nicht beschlossen. Da geht es auch um viel Geld. Aber bisher hat man sich dazu nicht durchringen können.
das eine neue Bundesregierung wird, tun wird, bleibt abzuwarten, aber umso deutlicher einzufordern. Die Diakonie Mitteldeutschland fordert alle Beteiligten auf, gemeinsam das Problem der zu geringen Personalausstattung sozialer Einrichtungen nachhaltig zu bearbeiten. Diakonie digital. Ich habe schon so einige Nebensätze dazu gesagt. Digitalisierung hat sich rasend weiterentwickelt, das haben Sie alle selber erlebt. Und auch die Synode hat sich ja digital weiterentwickelt. Ja, digitale Kommunikation ist eine Selbstverständlichkeit geworden in der sozialen Arbeit mit den Vorteilen und den Grenzen und mit der Beschleunigung dazu und mit Arbeitsverdichtung. Auch da müssen wir darauf achten, dass wir weiterhin gesund arbeiten und wir müssen schauen, wo wirklich Begegnung nötig ist, damit Menschen geholfen wird. Der Bildschirm ist eben eine doch sehr eingeschränkte Kommunikation. Wenn also zukünftig Online- und Offline-Angebote grundsätzliche Instrumente der sozialen Arbeit sein sollen, bedarf es dazu aber auch der nötigen Infrastruktur und eine kontinuierliche Finanzierung. Als Beispiel sei gesagt, ein WLAN in einem Pflegeheim gehört bisher nicht zu einer Grundausstattung. Man ging immer davon aus, dass diese Generation doch ganz offline arbeitet. Jetzt können Sie selber überlegen, wie viele 80-Jährige Sie kennen, die so selbstverständlich mit ihrem Smartphone arbeiten. Auch da brauchen wir eine andere Infrastruktur, aber auch die muss in die Regelfinanzierung aufgenommen werden. Das gilt genauso für alle Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen, die oftmals sehr gut mit digitalen Medien umgehen können. Also wir brauchen eine gleiche gesellschaftliche Teilhabe an Digitalisierung für alle Bevölkerungsgruppen und benachteiligte oder von Armut betroffene gesellschaftliche Gruppen dürfen wir nicht abhängen. Das ist an der Frage der Beschulung ja noch mal ganz besonders deutlich geworden, wo wir einen Teil schlichtweg vergessen haben. Da nützt auch nichts die beste Bildungsplattform, wenn sie gar nicht erreichbar ist. Es nützt auch kein Laptop, den die Schule zur Verfügung stellt, wenn die Familie gar keinen DSL-Anschluss hat. Wir brauchen hier nicht nur Aufholen von Lernrückständen, sondern auch ein digitales Lernen für alle. Daher sehen wir als Diakonie die Umsetzung eines Grundrechts auf Internetzugang für notwendig an. Sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen benötigen auch eine niederschwellige Vermittlung digitaler Kompetenzen. Ich komme zu meinem letzten Abschnitt, überschrieben mit Diakonie und Politik. Diakonie macht Politik. Die Diakonie Mitteldeutschland und ihre Mitglieder tragen, wie auch alle anderen Wohlfahrtsverbände, zur Verbesserung der Lebenslagen von sozial benachteiligten Menschen bei. Sie nehmen eine Vielzahl öffentlicher Aufgaben wahr und sind sowohl in das Sozial- und Gesundheitswesen als auch in die Bildungslandschaft fest eingebunden. Eine große Zahl der Arbeitsfelder sind unmittelbar oder mittelbar systemrelevant. Der Schutz und die Versorgung vieler Menschen wurden durch Einrichtungen und Diakonie in der Krisenzeit zuverlässig sichergestellt. Zugleich hatten alle Landesverordnungen für die Aufrechterhaltung der sozialen Leistung unmittelbare Folgen. Wenn kurzfristig Kindertageseinrichtungen und Schulen geschlossen werden, betrifft das auch die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen. Und dann wird es schon allein deshalb schwer, Dienste noch abzusichern. Und es hat sich gezeigt, dass zukünftig die Wohlfahrtsverbände auf Landes- und kommunaler Ebene in Krisen wie einer Pandemie unmittelbar in die Planungsstäbe beteiligt werden müssen, damit wirklich eine gute Koordinierung und Kommunikation ermöglicht werden kann. Wie soll sich eine diakonische Einrichtung von Kindergarten bis Krankenhaus auf eine neue Verordnung einstellen, wenn sie zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wird, wo sie schon gilt, oder wenn sie wenige Stunden später gilt? Das ist ein Unding. Es braucht dort eine vernünftige Vorlaufzeit. Es ist uns in der ersten Pandemiewelle noch ziemlich gut gelungen, im Vorfeld von Verordnungen mit den Ministerien im Gespräch zu sein. Das ist dann so im Spätsommer letzten Jahres abgebrochen. Seitdem nehmen wir auch nur noch zur Kenntnis, was verordnet wird. Ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ob es überhaupt umsetzbar ist, spielt dabei leider meistens keine Rolle. Also, wir fordern als Wohlfahrtsverbände auch bei der Erstellung von Landesverordnungen beteiligt zu werden, damit sie auch wirklich umsetzbar und auch kommunizierbar sind.
Gut etablierte Kommunikationswege für Informations- und Abstimmungsprozesse zwischen den Verwaltungen und den Trägern sind wirklich elementar, um in einer Krise die sozialen Leistungen nicht abbrechen und wegbrechen zu lassen. Das ist eben nur teilweise gelungen und bedarf einer Klärung dann auch für zukünftige Krisenzeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.